Swissbit TSE-Karte außer Betrieb nehmen und durch eine neue Karte ersetzen an der ERA 421 411. Mode-Taste drücken, auf Nummer 4 X2Z2-Modus gehen, mit der TLNS-Taste bestätigen. Auf Nummer 3 TSE schließen gehen, mit TLNS bestätigen. Das OK, die Nummer 1 bestätigen, mit TLNS. Jetzt die PIN der TSE eingeben. Mit TLNS bestätigen. Die TSE ist jetzt geschlossen. Mit Cancel Escape auf Gesamt zurückgehen. Jetzt eine neue TSE einsetzen. Mode-Taste drücken. Runter auf Nummer 6. PGM2-Modus mit TLNS bestätigen. Runter auf Nummer 3. TSE initialisieren mit TLNS bestätigen. Jetzt eine PIN vergeben. Bitte nicht die PIN vergeben, die ich vergebe. Diese PIN sind nur exemplarisch. Mit der Pfeiltaste nach unten auf Admin-PIN. Mit der Pfeiltaste nach unten auf Time-Admin-PIN. Und zum Schluss mit der TLNS-Taste bestätigen. Jetzt mit Cancel bis Gesamt zurück. Jetzt die Mode-Taste. Runter bis Nummer 8 SD-Karten-Modus mit TL bestätigen. Bitte auf Nummer 3 Ordnerwahl und bestätigen. Mit TLNS. Jetzt ein Verzeichnis anlegen mit TLNS. Jetzt einen Namen vergeben mit TLNS bestätigen. Die 1 OK mit TLNS bestätigen. Jetzt Verzeichnis wählen, mit der Pfeiltaste auf Nummer 2 gehen, mit TL bestätigen. Die 1 Test mit TLNS bestätigen. Jetzt mit Cancel zurück, bis Sie Gesamt sehen. Die Inbetriebnahme der neuen TSE ist damit abgeschlossen.